Okay, also gleich hat entweder keiner ein Delay oder alle. Schauen wir mal. Übertragung beenden. Tja, wenn wir jetzt so Übertragung neu ein. starten. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der muss die Chatfragen vorlesen, weil es kommen ja keine. Stimmt. Ja, jetzt habe ich mal Ah, schon ausnahmsweise wieder. genug Leute, um Chatfragen vorzulesen, damit auch ja Es kommt keine. keine. Oh, wir sind auch der Zuschauerzahl geschrumpft von 12 auf 5. What the? Oh, geil. Cool. Nee, aktuelle Zuschauer steht bei mir jetzt 7. Sind da welche rausgeflogen oder so? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass auf einen Schlag so viele rausgehen. Wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Ja. Wie spät ist es? 16:20 Uhr. 16:20 Uhr. Ich glaube, derjenige wollte gucken, wie lang der Delay ist. Macht Sinn. Okay, jetzt muss ich noch mal hoch. Ich hätte auch gleich ganz hoch gekonnt. Oder es zumindest versuchen können. So. Schwupp. Jetzt nur noch einmal bis zum Ende durch und dann haben wir endlich alle Sterne hier. Oder habe ich den 100-Münzen-Stern? Doch, den habe ich doch geholt. Tada! Müssten irgendwo so eine Werbung schalten. Heute wird jede Frage vorgelesen. Vielleicht kommen dann wieder Leute. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wird jede Frage vorgelesen. Außer Final Fantasy-bezogene Fragen. Oh Mann. Können wir bitte aufhören, über Final Fantasy-bezogene Fragen zu sprechen? Das ist genauso schlimm, als würden wir. Ah, ist ja auch gut. So, Moment, was hab ich denn? Wo hab ich denn jetzt was alles? Ja, das ist genauso wie wenn Leute First schreiben und dann sagen Leute, ey, du darfst nicht First schreiben. Okay, die Big Boobs Burg ist. Also, das ist fertig, das ist fertig, das. Okay, hier unten sind wir anscheinend ganz fertig. Fliegenpilz-Fiasko, oh weia. Das ist ein doofes. Okay, und Und natürlich die beste Regenbogenraserei. von allen. Ja, da freuen sich schon alle drauf, wie ich wieder versuche, es vergeblich den 100 Münzenstern zu kriegen. Yay. Zum Münzenstern? 100 Münzenstern. Ah. Weil 100 Münzen und dafür gibt es einen Stern. So, aber was war das andere jetzt nochmal? Ach so, ja, Fliegen. Pilz-Fiasko. Wenn 100 Sterne Stern gibt. 100 Sterne Stern, ja, das wär's noch. Fliegenpilz-Fiasko hatte ich doch auch den 100 Münzenstern noch nicht, oder? Müsste. Also das ist nicht. Oh. Oh. Das ist eine doofe Welt. Genauso wie Regenbogenratzerei. Vielleicht sollte man ihn ein Rotzerei. bisschen aktiver mit einbeziehen. Ja. Dann Das rufe Geheimnis ich da der vielleicht was. Affenhöhle. Was mit einbeziehen? Den Chat mehr einbeziehen. Vielleicht tut sich dann da ja mal Ja, ich was. habe ja selbst Ja. nicht mitbekommen, dass heute Oh. Livestream ist. Also, ich glaube, es wäre anders, wenn man vorher schon Wenn Bescheid man vorher mal. bekommen hätte. Ja. Wenn ich mir mal die Mühe machen würde, auch vorher was anzusagen, ne? Ja, deswegen ja. Aber ja, so ein Schelm wie ich bin, mache ich das natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, Samstag Nachmittag, was da so los ist bei den Leuten. Boah. Mir geht heutzutage schon noch Rumsitzen. irgendwo raus, ne? Huch. Da ist das, was ich suche, oder? Aber wie komme ich da ran? Ich versuch's mal so. Blödes Äffchen, du. Okay, was mache ich hier? Das war falsch, okay. Bis 99 Münzen, Exodus sammelt eine Münze. Endlich habe ich die 100. One hab 0 Münzen. Ja, eine Oh ja. tiefe, logische Sache, die ich nicht verstehe, oder was? Na doch, ich habe schon kapiert, wie das gemeint war. Aber wie komme ich denn eigentlich an den Stern da dann ran? Muss ich den da einfangen oder? Ja, ich glaube ja, ich muss den einfangen. Aber wenigstens bin ich ja schon da. Das ist voll einfach gewesen jetzt mit der Eule. Na komm. Ich könnte ja selber Chatfragen stellen. Ja, stell doch. Oh ja, mach mal. Ach komm, den hatte ich fast.
Jetzt habe ich ihn. Lass mich los. Kiki. Kiki. Ich wollte doch dich doch bloß foppen. Fappen. Weißt du was? Ich schlage dir einen Tausch vor. Du lässt mich los und ich gebe dir dafür was Tolles. Schmeißt ihm Exkremente ins Gesicht. Halt ihn fest. Nein, lass ihn los. So, kriege ich jetzt was Tolles? Kriege ich jetzt was? Banane. Ich will keine Banane. Ich will so einen verdammten Stern haben. Aber aus der Banane kannst du Bananenmilch machen. Na und? Aus einem Stern kann ich Sternmilch machen. Na, ob die schmeckt, sage ich zu bezweifeln. Könnte vielleicht ein staubig sein. Oh nein, im Chat steht, woran ist das tote Meer gestorben? Mann, wer solche Fragen stellt, unglaublich. Ja. Und wo ist jetzt... Hey! Ach, da unten. Da komme ich doch nie ran. Derjenige kann froh sein, dass es anonymisiert ist. War garantiert Jesus dran schuld, dann hätte er nicht drüber gehen können. Der hat's einfach getötet, na toll. So, wie komme ich denn jetzt da aber runter? Und wo ist denn da genau der Stern? Ich sehe ihn ja nicht mal. Ja, natürlich, die andere Klassikerfrage, warum ist die Banane krumm? Na, weil niemand in den Urwald und so weiter und so fort. Weil es nicht irgendwie so, sie wächst zur Sonne hin oder so? Ja, ich glaube schon, irgendwie so. Haha! Noch ein Stern! Das wäre so die richtige, langweilige Antwort auf die Frage. Aber das wäre doch auch ein super Beruf, Bananenkrieger. Ja. Was, Bananenkrieger? Bieger. Bananen. Also ich würde gern Bananen kriegen. Ein einsamer Pilz. Ein einsames Pilz. Könnte Brett verschwarz werden. Ganz genau. Oh Moment, ich mach das auch wieder auf die einfache Variante Art und Weise. Wahoo! Scheiß auf deinen Schönheitsschlaf. So. Und jetzt bitte einmal da landen, wo ich hin will, und zwar über dem Pilz da. Oh, das wird ganz böse enden. Ich sehe es kommen, das endet nicht gut. Nein, gar nicht gut. Ich würde es dir zutrauen, auf jeden Fall. Und... Oh! Du, ich habe das mal so gemacht, ich bin durch von diesem rollenden Baum schon mal abgesprungen. Habe ich auch hinbekommen. Hatte ich nicht sowas schon mal probiert? Hatte ich den nicht mal gekriegt oder hatte ich einen anderen Stern bekommen? Irgendwann kommt... Ich glaube, da war schon mal ein anderer Stern auf dem Pilz, wo du drauf gesprungen bist, oder? Ja, ne? Irgendwann kommt garantiert ein EU-Minister an und sagt, eine Banane muss so krumm sein, dass sie wie ein Bumerang funktioniert und wieder zurückkommt. Fände ich gut. Also solche Bananen würde ich auf jeden Fall unterstützen. Bumananen. Hierher, Eule. Hierher. Ah! Nochmal. Diesmal bleibe ich auch dran hängen. Puh. Aber diesmal schaffe ich's. Hoffentlich. Allianz. Einmal Allianz versichert. War ich noch nie. Und diesmal klappt's aber. Und bam, genau rein. Deine Beine sind zwar mehrfach gebrochen, aber... Aber du hast den Stern. Die restlichen Charaktere wie Yoshi, Wario und Luigi mit solchen Punktekarten dastehen müssen und eine Wertung geben müssen. 10, 10, 10. Und Wario hält dann falsch und da steht da 0-1. 5 Geheimnisse des Berges, oh nee. Ja, das sind bestimmt wieder... Irgendwelche Geheimnisse, ja, was war's denn hier? Oh, ich weiß es nicht. Bist du ein Geheimnis? Bist du ein Geheimnis? Bist du ein Geheimnis? Bist du ein Geheimnis? Ich glaube, das ist aber neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei der Welt sowas schon mal war. Ja. Das will ich jetzt nicht. Aber ich müsste ja eigentlich auch mal langsam wieder Münzen holen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein! Moment. Wenn ich über die Rutschbahn rüber... Dann habe ich ja nicht automatisch einen Stern, wenn ich da rauskomme, sondern ich muss ihn erst einsammeln, oder? Ja. Dann würde ich erstmal die Rutschbahn bevorzugen. Oder vorher noch, Moment, einmal hier runter.
Weil die Rutschbahn, die ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache. Und wenn ich dort mittendrin die 100 Münzen schaffe, dann ist das schlecht und ich du bin... Ich bin auch fast in die Hose gegangen. Ja. Oh, toll. Ah! Oh, Mann. Nein. Ja. Und jetzt die noch die... So die roten sein. Münzen müsste ich eigentlich auch noch holen. Hüppa. So, und die anderen, nö. Erstmal nicht. Nicht von da aus. Was ist denn da eigentlich drin? Bestimmt ein Leben. Nimmst du ein Leben, ja. Ein Leben. Okay, ein Leben nehme ich auch. Ja, aber, oh, das ist schwierig, ey. Vor allem, ich bin so schlecht darin, sowas abzuschätzen. Okay, ich denke, wir fangen damit an. Ja. Und dann mit der Rutschbahn weiter und dann die leichten Sachen. Wo ich nicht wirklich dran sterben kann. Vor allen Dingen musst du es ja deswegen schon machen, damit der Stern nicht innerhalb der Rutschbahn erscheint. Ja. Das hatten wir ja auch schon mal so einen Fall. Aber euch nehme ich trotzdem mit. Einfach aus Spaß. An der Freude. Wow. Du bist kein Geheimnis, aber du bist dafür eine Münze wert. So, und Sprung und Sprung. Und daneben Sprung. Nein. Oh. Hör auf, sowas zu sagen. Das macht mir Angst. Es ist so umgekehrte Motivation. Wir trauen es dir nicht zu und dann schaffst du es. Ja, ja. Genau. Los, traut mir weiter nicht zu. Glaub an die Macht, Luke. Nein, du traust es mir zu. Ich bin nicht dabei, falsches Spiel. Ah, oh, ja, stimmt, wir sind hier nicht bei Layton. Okay, die roten Münzen, die lasse ich mal weg, weil die kann ich. Aber euch nehme ich schon mal mit. Sicher ist sicher. Boam. Okay, und der letzte. Ah, Moment. Da versuche ich mal ein Double zu machen. Ah. Gereicht. Nein, nein, nein! Werf ihn weg! Nein! Aber ich... Hey. Und tschüss. Wenigstens mit einer Arschbombe verlassen muss. Ja. Das ist so fies. Also wenn man schon einen Abgang macht, dann wenigstens mit Stil. Ja, aber... Aber lieber wäre mir kein Abgang. Hey du, ey! Was boxt der mich? Ich wollte den boxen, ey, Alter. Ich box dich. So. Und das sah sogar noch halbwegs gut aus. Nach dem geboxt werden. Oh. Juhu! Okay, jetzt verhaue ich das bestimmt. Erstmal die Münze und dann... Jetzt bringt er sich schon selbst in die... Ja, aber davon gehe ich immer aus. Deswegen spiele ich auch so gut. Ja, aber wer seine Erwartungen gering hält, der wird auch nicht enttäuscht. So ungefähr. So, und jetzt holen wir uns wieder die Bob-Ompsen. Und zwar zwei gleichzeitig. Haha. Und diesmal... Oh ja. Mal triffst du, hä? Nee, nicht weit genug. Das war ja... Naja, ich war auch nicht schnell genug irgendwie. So. Blöd, Mann. Oh yeah. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, alle. Okay, die würde ich am liebsten überspringen, wenn ich kann. Naja, einen mitgenommen. Wuppa. Okay, wo ist die Rutschbahn gewesen? Ja, ich glaube, die kommt ja schon fast. Ja, ich glaube, viel passiert mir hier nicht mehr. Ah. Ah. Komm. Ja, und wieder runter. Ah, so, das Ding nehmen wir auch gleich mit. Wenn schon, denn schon. Ja, das ist der What the? Naja, okay. Nummer eins. Nummer nächstes. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, was es bringt, die wegzuhauen mit dem Groß Mario. Man kriegt, glaube ich, dafür Leben oder so irgendwann. Ah, nach 8, ja. Ja. Kommt noch mehr davon. Danke.
Nein! Das war mir so klar, dass das passieren würde. Das war irgendwie gut getimt. Ja. So, wo war das jetzt? War das dahinter erst? Ich glaub dahinter, ja. Oh nein.